Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Animal Crossing New Horizons. Auch heute sind wir wieder unterwegs. Und zwar ist heute Sonntag. Wir müssten jetzt mehrere Ereignisse auf einmal haben. Zu einem bekommen wir neuen Bewohner. Zum anderen ist heute ein ganz besonderer Tag, nämlich Sonntag, eine Woche nachdem ich das Spiel gekriegt habe. Und das Gute ist, es gibt noch mehr zu sehen, als man hier sehen kann. Aber das werdet ihr natürlich selber sehen. Jo, mal sehen, was dazu... Oh, es ist heute mal wolkig. So ungefähr. Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Sonntag, der 19. April um 11.45 Uhr. Die Neuigkeiten heute. Wir freuen uns, einen neuen Zugang auf Dragoland zu begrüßen, Linda. Wenn ihr sie seht, heißt sie bitte ganz herzlich willkommen. So, zum Schluss hätte ich noch einen wichtigen Hinweis. Das steigende Interesse am Inselleben ist wunderbar. Unsere Einwohner werden immer mehr. Dragoland blüht regelrecht auf, ja. Unser Ziel ist es wie immer, euch den Top-Service zu bieten, den ihr verdient. Daher wird das Service-Center in ein angemessenes Gebäude umziehen. Cool. Dieser Umzug wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, deshalb haben wir morgen geschlossen. Bitte kümmert euch noch heute bei Bedarf um verlorene Gegenstände in der Krimskramskiste. Falls nötig, nutzt das Nook-Portal, solange es verfügbar ist. Gut. Das war alles. Ich wünsche allen einen fantastischen Tag auf Dragoland. Jo, also heute sind die Vorbereitungen, weil heute Sonntag ist und Montag. Ja, geht alles wieder den gewohnten Gang. Es wird gearbeitet und wir dürfen das Ding nicht benutzen. Das gut ist aber auch, ich glaube, wir haben inzwischen ein neues Haus. Oh, ein Handy klingelt. Hallo? Hallöchen, hier Nepp aus Nooks Laden im Apparat. Dein Verkaufskistengeld ist da. Wir haben 57.300 Sternis auf dein Konto überwiesen. Vielen Dank nochmal, dass du so fleißig unser Angebot nutzt. Bis bald, hoffentlich im Laden. Ja. Ihr erinnert euch, im letzten Part haben wir noch uns einen wunderschönen Zaun gebaut. Und wir haben dann... das ist eine Heuschrecke, die brauche ich jetzt nicht. Und ich habe noch einen schönen Schild hingebaut und so weiter. Jedenfalls, yo, das sieht aus, als ob die wirklich in ein angemessenes Gebäude umziehen wollen. Und wir kommen ihnen natürlich alle entgegen. Hast du schon eine Emotion gemacht? Eine Emotion gemacht? Ganz egal, ich zeige dir einfach mal, was das ist. Also da sagt jemand, oh, du bist gar nicht so vollgekrümelt wie sonst, aber du kriegst kein Danke raus. Kein Problem, dafür gibt es die passende Emotion. Schau mal. Siehst du, man erkennt, dass ich mich geschmeichelt fühle, ohne dass ich etwas sagen musste. Wenn du also Schüchternheit zum Ausdruck bringen willst, weißt du nun, was zu tun ist, Cool Cat. Ich habe die Emotion Schüchternheit erlernt. Jetzt nicht rot werden. Schüchternheit. Ich habe die Emotion Schüchternheit. Ey, meine Birnenplantage ist aufgeblüht. Seht sie euch an, so viele Birnen. Kann man uns alle sammeln und dann kann man unsere Birnenplantage vergrößern. Das finde ich sehr schön. Und man kann das auch zum Holzhacken nehmen. Das heißt, wenn wir damit dann Holz hacken, dann sehen wir das Holz nicht, aber wir können es trotzdem einsammeln, weil das Unkraut drumherum haben wir uns ein bisschen beseitigt. Ein kleines bisschen unvorteilhaft habe ich sie auch schon ein bisschen eingerichtet. Aber so ein kleines bisschen nur. Ich meine, seht ihr hier mal ein. Das ist krass, ey. So. Vielleicht sollten wir deswegen vielleicht keinen Wald hinbauen. Naja. Aber ich sammle erstmal die Birnen, dann kann es weitergehen. Jedenfalls, wie gesagt, Linda ist eingezogen und wir können auch wieder neue Fossilien ernten. Gestern haben wir schon sehr viel gemacht, muss ich mal sagen. Wir haben die Fossilien abgegeben. In meinem Zimmer habe ich jetzt ein Smilodon. Für mein Haus ist auch größer geworden. Ich habe Post. Dodo Airlines hat mir Post geschickt.
Hey, DTV, wir wollen uns dafür bedanken, dass du mit Dodo allein fliegst. Wir wissen, dass du nicht viel Auswahlmöglichkeit hast, aber trotzdem danke an ein kleines Dankeschön zur Kundenbindung, deine Dodo Airlines Crew. Dankeschön. Was noch? Akademie. Du hast eine Menge Möbel gesammelt und bist wahrscheinlich und dir ein wahrlich individuelles Heim geschaffen. Wir hoffen, dass dir das Geschenk gefällt und dein Haus weiter verschönerst. Danke. Und nochmal die Akademie. Herzlichen Glückwunsch. Zur Feier der Vergrößerung deines Hauses haben wir ein Geschenk für dich. Das schließt sich ein modernes Zuhause und nützliche Elektrogeräte. Eine Akademie des schönen Hauses. Dankeschön. Und Nux mein Programm. Vielen Dank, dass Sie das Nook-Portal und das Mein-Programm nutzen. Zusammen mit dieser Nachricht erhalten Sie den bestellten Artikel. Wir hoffen, Sie bleiben uns weiter treu. Was für ein Artikel? Was habe ich jetzt alles erhalten? Ein Geschenk. Es ist ein Dall. Oh, Dodo Airlines Shirt. Jetzt bin ich Dodo Airliner. Auspacken. Ein Kleiderschrank. Das haben die mir geschickt. Das zweite, ein Staubsauger. Das dritte. Ah, stimmt. Ich habe mein Gestaltungskit. Ich habe mir ein Gestaltungskit hier geholt. Wie verwende ich das? Ich habe mir ein Gestaltungskit hier geholt, ohne zu wissen, wie ich das verwende. Komisch, aber war. So, meine gepflanzten Bäume von gestern wachsen auch inzwischen wieder schön heran. Wir haben wieder eine nette Fossilien-Sammlung hier. Hoffentlich bekommen wir mal ein bisschen mehr. Vor allem neue Fossilien. Wir brauchen nämlich noch vor allem von Spinosaurus den Hinterteil. Wir brauchen noch den Hinterteil vom Ankylosaurus. Wir brauchen noch ein bisschen vom Triceratops. Diplodocus, Brachiosaurus. Brauchen wir jeweils die Vorderteile. Beziehungsweise ich habe Diplodocus Hals gefunden. Wahrscheinlich ist das Diplodocus dreiteilig, nehme ich mal an. Riesending. Hier sind Riesendinger unterwegs. Ich sollte meine Angel einpacken und fischen gehen. Das ist doch sicher ein Wal. So wie in dem Comic von Animal Crossing, was ich auf Twitter gefunden habe, da hat jemand... Ach nee, es war kein Comic, es war eine Animation von Keke. Ich weiß nicht, ob ihr Keke kennt, aber Keke ist geil. Der macht immer solche GIFs und Animationen. Und der hat auch eine Animal Crossing Animation gemacht. War klar, das ist wieder mal so ein Seebarsch. Jedenfalls Keke ist wirklich so ein Animierer. Der animiert aber mit Flipnote Studio für 3DS. Und der hat so gezeigt, wie ein Fisch so als Schatten gefischt wird. Und statt so ein Riesenfisch ist es dann so Riesenwal. Und alle haben dann plötzlich so ein erstauntes Gesicht und Eugen so. Ich wünschte, mein Museum wäre größer. Und der Wal fliegt dann so über die gesamte Insel und was passiert dann? Er fliegt. Ey, du gehst mal am Strand spazieren, cool. Hey, alles gut bei dir, Kumpel? Was gibt es Schöneres als Sport? So, 100 Kniebeugen bist du dabei. Würde ich gerne machen, aber ich habe noch ein bisschen zu tun. Jedenfalls ist der Wal dann rausgefischt worden und ist dann sozusagen auf der Insel drauf gefallen. Rest in Peace. Ende. Da aber dann nicht Rest in Peace steht, sondern Ende, ist die Animation dann zu Ende. Anstatt die Sterne zu lassen. Oh, das ist wohl Seebarschtag oder was? Irgendwie mag ich das nicht. Es sind überall Seebarsche unterwegs und da spawnt schon wieder so ein Ding. Oh, die Rübenlady! Da ist sie! Halli, hallo, ich heiße Jorna. Kennst du Sigrid, meine Oma? Omi,
kennen fast alle, darum frage ich das auch jeden. Und sie meinen, ich bin jetzt schon ein großes Mädchen, also könnte ich da auch in ihrem Familiengeschäft helfen. Achso, du weißt doch gar nicht, was das Familiengeschäft genau ist. Ich sag's dir. Rüben verkaufen. Sagt dir der Rübenmarkt was? Nein, das ist kein Bauernmarkt oder so. Da werden Rüben gehandelt, und zwar aus der Ferne. Über so Leute wie mich und meine Oma. Genau, und ich bin jeden Sonntag hier und biete frische Rüben an, die zu dem Markt gehören. Ach, ich bin so doof. Ich soll nicht so direkt fragen, dann kauft doch keiner. Omi hat mir oft genug erklärt, dass ich sagen soll, aber wie war das nochmal? Hey, weißt du schon, wie der Rübenmarkt funktioniert? Das ist voll das Interessanteste, erzähl mal. Puh, bloß ja, na, kein Lampenfieber. Also, Rüben sind leckere Gewächse, die voll tollen Eintöpfe passen. Oder eine Gemüsepfanne, oder... Ach, Moment, nicht die von uns. Omi sagt immer, die von uns sind zum Handeln da, nicht zum Essen. Wobei, mit dem richtigen Geschwür fürs Timing machen sie dafür ein Sterni-Konto schön dick und prall. Soll ich weiter erklären? Jawohl. Alles klar. Also, wo war ich jetzt nochmal? Ach ja, der Sinn von unseren Rüben ist folgender. Man kauft sie, wartet, bis sie mehr kosten und verkauft. Das nennt Omi immer spekulieren. Aber da, wo jetzt der Speck ins Spiel kommt, weiß ich auch nicht genau. Na, Speck ist erstmal Wurst. Versteht ja keiner, was die Erwachsenen so sülzen. Nepp und Schlepp kennst du, oder? Die kaufen dir die Rüben dann wieder ab. Soll ich weitermachen? Nur zu. Gut, jetzt kommt das Allerwichtigste. Hör gut zu, dann weißt du Bescheid. Die Rüben soll man nämlich nicht zu lange behalten. Nach einer Woche werden sie nämlich faul. Wenn du also welche von mir kaufst, musst du sie vor nächsten Sonntag verkaufen. Wichtig, sonst Matsch. Und Omi sagt, gematschte Rüben sind das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Bis auf eins. Die ganzen Sternis, die bei der Matschierung verloren gehen. Das ist das Allerschlimmste. So, fertig mit der Rüben-Story. Im Moment kostet eine Rübe 110 Sternis. Magst du welche kaufen? Ich kaufe welche. Juhu! Gut, und wie viele genau? Eine kostet 110. Wir verkaufen sie in 10er-Pack. Wie viel kann ich denn kaufen für 22.000? 200 Rüben. Gut, 200 Stück. Das macht dann 22.000 Sternis. Schlägst du zu, Herr, damit. Hehe, bis zum nächsten Mal. Und da geht mein Konto dahin. Ich habe gerade Rüben gekauft. Rüben, Rüben werden groß. Reichtum fällt hier in den Schoß. Okay, so ist also das Rübengeschäft. Nuckmeilen plus Angelmeister. Kann ich hier abholen, habe ich nämlich erreicht. So. Der Traum von Eigenheim. 2.000. Hammer. Rübenspekulant. Mit Rüben machen. Warte, was stand da? Mit Rüben. Haben schon viele das ganz große Geld gemacht. Billig kaufen, teuer verkaufen. Das soll von nun an dein Grundsatz sein. Aber denk daran, dass Rüben nur eine Woche haltbar sind. Kredit abbezahlt. Vielen Dank für die fristgerechte Rückzahlung. Als Belohnung erhältst du die heißgeliebten Nuckmeilen. Nuck Inc. steht dir auch in Zukunft gern beim Erfüllen deiner Träume zur Seite. Hammer. Was für ein Bett habe ich schon? Griff nach den Sternis. Oh je. Und das sagt hier 100 Rüben, 100 Rüben, 200 Rüben. Ah. Okay, jede Rübe kostet 110. 100 Rüben habe ich jetzt, also so ungefähr. Ey, ich habe einen Teddybär. Hallo, hallo, willkommen in Nux Laden. Eine Lavalampe. Wie viel kostet die? Das ist eine Lavalampe, genau. Der Preis beträgt 1.500. Alles klar, wenn es sonst noch was gibt, wie erfährt man dann eigentlich?
Also, irgendwas wollte ich doch noch. Ach so, ich weiß. Hör mal, dank unserer brandneuen Niederlassung bieten wir nun drei famose neue Leistungen an. Jawohl. Zuerst wäre unser qualifizierter Ankauf von Rüben. Gerüchtehalber soll wohl der Rübenhandel hier Einzug halten. Mit einer echten Verkäuferin und so. Jedenfalls beteiligen wir uns, indem wir Rüben zum großen, guten Preis kaufen. Oder sagen wir zu guten Preisen. Diese ändern sich nämlich täglich. Und zwar einmal am Morgen, einmal am Nachmittag. Mit einer Ausnahme, Sonntag. Da kommt die Händlerin auf die Insel und wir lassen die Rüben ruhen. Die zweite unserer brandneuen Leistungen ist unser Top-Ankauf des Tages. Jeden Tag gibt es genau ein Item, das wir den doppelten Preis zahlen, wenn du es uns verkaufst. Was genau der Top-Ankauf des Tages ist, schreiben wir vorne in den Laden. Und zu guten Schluss finden unsere Kunden nun vor dem Kaufen eine famose Verkaufskiste. Das ist für alle Sachen, die du an uns verkaufen möchtest, ideal, wenn du mal keine Zeit hast, reinzukommen. Den Erlös auf deinen Verkauf, den bekommst du von uns in Altempo auf dein Konto überwiesen. Drei Konditöning... Ein Tönchen hätte die Sache nur. Erstens, wir berechnen eine geringe Gebühr für Kistenkäufe. Zweitens, Rüben werden nicht angenommen. Und drittens, für unseren Top-Ankauf des Tages bekommst du in der Box nur den Normalpreis. Und das wär's schon. Ich hoffe, die Erklärung war jetzt nicht zu lang. Was darf es denn heute sein? Rübenpreise? Sonntags ist der Rübenhandel leider geschlossen. Morgen sind wir wieder für Rübenwünsche da. Okay. Können wir sonst noch was für dich tun? Irgendwas? Heutiger Top-Ankauf? Der Top-Ankauf des Tages ist der Birnenschrank. Top. Wir zahlen den doppelten Preis für Top-Ankäufe, also bringen Sie uns vorbei. Bringen Sie uns vorbei. Können wir sonst noch was für dich tun? Irgendwas? Wir dürfen leider aus steuerlichen Gründen sonntags keine Rüben verkaufen, das verstehst du sicher. Also, was möchtest du verkaufen? Gut, Rüben gehen jetzt nicht. Aber jetzt weiß ich, was Seta jetzt gemeint hat. Jetzt verstehe ich den Handel mit den Rüben. Und ich denke, ich werde auch noch mehr kaufen. Was ja einiges für uns dabei. Ich halte das mal kurz durch. So, insgesamt bekämst du 1540 Sternis von mir. Firma dankt, wir hoffen, du bärst uns bald wieder, möglichst bald. Na gut, man kann seine Woche lagern, sonst sind sie Matsch. Das ist ja ein Ofen. Das ist ein Gasherd, genau. Davon sind nur begrenzte Stückzahlen erhältlich. Bei Interesse so schnell zuschlagen. Der Preis beträgt 3500 Sternis. Kann ich gerade nicht leisten. Sag einfach Bescheid. Jederzeit. Was gibt's hier Neues? Interesse an Artikeln im Regal. Hier ist unser heutiges Sortiment. Viel Spaß beim Stöbern. Okay, wir haben jetzt ein Pünktchen Plastikschirm. Medizin. Sind die Blumen immer gleich? Nein, sind sie nicht. Ich glaube, eine Triumphtulpe habe ich nicht. Umgestaltungskits wird hier verkauft. Mein erstes Bastelbuch. Ideen für Bastler. Wer bist du, der Bastelboss? Kostet aber viel. Warum denn? Anleitung. Sprungstab, Leiter, Schleuder, Wackelschaufel, Birnen. Birnen kann ich auch ernten. Die brauche ich nicht. Okay. Wenn du irgendwann einen Wunsch hast, wende ich jederzeit vertrauensvoll an uns. So, das ist ein Baby Bear. Genau. Der Preis beträgt 1800 Sternis. Ich habe 100 zu wenig. Wie viel kostet die Uhr? Die Uhr ist nice. Das ist ein Digitalwecker, genau. Der Preis beträgt 1600 Sternis. Also das nehme ich mal. Ich habe zwar jetzt kein Geld mehr, aber ich habe immer noch welches auf meinem Konto in dem Fall. Habe ich das jetzt gerade nicht schon bezahlt? Habe ich eigentlich. Hätte ich sonst noch welche holen können? Okay. Vielen Dank, Dankeschön. So, jetzt haben wir mal richtig schön eingekauft.
Mit Rüben und alles. Und dran. Jetzt kümmern wir uns das erste Mal. Hallo, guten Morgen, du da. Hat wer was angestellt oder was treibt sich hier herzig? Ich will plaudern. Hat was auf einer Insel zu wohnen, zick. Man kann bis in die Puppen pennen und keiner nörgelt. Habe ich jetzt gerade irgendwie nicht verstanden. Mein Geldbaum. Oh, blüht der jetzt immer? Hallo. Oh ja, Auffrischung von meinem Konto. Scheiße, kommt da nicht hin. So. 3000 habe ich hin. Geldbaum. Neben Geldfelsen das Beste. So, was habe ich denn jetzt? Ein kleiner Staubsauger. Ich glaube, den platziere ich mal. Entweder platziere ich die oder verstaue die im Lager. Wie sieht denn mein Haus denn jetzt aus? Es sieht jetzt optisch ein bisschen größer aus, muss ich es einfach sagen. Oh, ja, 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 das kann sich sehen lassen. Da kann ich das wirklich ein bisschen weiter nach links schieben. Da kann ich meine Smilodons. Ich weiß zwar nicht, warum wir hier hinten immer noch diese Kiste haben. Obwohl mir Tische viel lieber wären. Oder Regal oder Schränk oder sonst was. Ah, die Smilodons, die kann ich jetzt so umdrehen, dass die so stehen. Hallo, ich will meinen Smilodon umdrehen. Danke. So, das sind nämlich meine Wachkatzen. Ein bisschen vorbeiquetschen, so. Ein bisschen näher ran. So, und das kann man noch ein bisschen nach vorne. Warte mal. Bevor wir hier noch wie die Neandertaler hier rumschieben, werden wir das einfach mal so ein bisschen weiter nach vorne dingsen. Vielleicht ist es auch gut, wenn die hier so links und rechts reingucken. Da kann ich nämlich mein Bett ein bisschen hier schieben. Geht das? Ja, geht. So, das Ding. Ups. Mein Anomalokaris. Das war mein Anomalokaris. Tue ich hier runter, tue ich hier höher, tue ich dahin. Wird irgendwie funktionieren, denke ich. Ich meine, schaut euch die mal an. Die könnten auch dekorationsmäßig irgendwo draußen stehen. Ich glaube, das mache ich auch so. Das mache ich jetzt mal so. Die tue ich hier raus. Eine Art Gartendeko. Mir gefallen gerade die Bäume hier in dieser Position nicht. Ich mache mal testweise meinen Smilodon dahin. So, und daneben kommt mein anderes Milodon dahin. So. Da habe ich nämlich erstmal zwei Smilodons. Kann ich mich hier reinquetschen? Kann ich nicht. Aber ich bekomme keinen Rückstoß, wenn ich sicher jetzt hier zwischen dem Baum und dem Stein versuche, ein bisschen Mineralien rauszukloppen, oder? Na dann. Scheiße. Das ist doof. Das war ein kleines bisschen doof gelaufen. Aber wirklich nur so ein kleines bisschen. Wir haben auch Linda noch nicht Hallo gesagt. Ich weiß nicht gerade nicht, wer Linda ist. Aber schauen wir mal hin. Hier haben wir Rex. Das ist Linda sicher. Klopf, klopf. Die Tulpen wachsen auch, das ist schön. Finde ich schön, dass die auch die Blumen wieder nachwachsen. Ne, du bist Pia. Yeah, ich habe nicht nur Geschmack, sondern auch die Skills. Stimmt's, die TV? Skills für was denn?
Also, ich stelle gerade einen Baumstammhocker her. Die Idee dazu hatte ich gestern beim Einschlafen, weil ich eben nicht einschlafen konnte. Checkst du das? Ach, egal, wen interessiert. Heute ist heute und ich bin sowas in Did-It-Yourself-Fever. Wie jetzt, Didi? Du weißt schon, wie man einen Baumstammhocker macht? Klaro. Weißt du, ich find's ganz schön blöd, dass du schon weißt, aber irgendwie auch total cool. Hey, also wenn wir beide schon Bescheid wissen, okay, dann kriegt die Anleitung halt wer anders. Nimm meine Anleitung, gib sie einem echten Bastlerprofi. Sag ruhig, dass sie von mir stammt. Und von wegen Promi-Bonus. Auf sowas stehen die Leute, Schätzchen. Jetzt los, marsch, marsch. Zeig mal, was du beim Basteln drauf hast, die Tibi. Weiß die mit dem Baustein. War das auch die Pumpe wollte, wenn das die Pumpe ist? Dann. Ne, die Pumpe ist da. Das muss Linda sein. Klopf, klopf! Oh, stimmt, das ist Linda. Die Tibi, ich bin so froh, dass wir uns auf dieser Insel ohne Namen getroffen haben. Du hast mich dort von Draculand überzeugt, dass ich hergezogen bin. Oh, stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Heute habe ich noch einiges zu erledigen, also. Aber wir müssen uns so schnell wie möglich mal treffen. Ist schon ein süßes Bärchen. Richtig erstmal schön, nein. Ich komme später wieder vorbei. Vielleicht morgen oder so. Okay. Bäume wachsen. Hier kann ich ein Loch hinbuddeln, hier kann ich ein Loch hinbuddeln, hier kann ich ein Loch hinbuddeln. Da kann ich sie wieder zumachen und dahin buddeln. Und schon habe ich keinen Rückstoß mehr. Ah, weil mein Dingsbums juckt. Was auch immer zwischen Auge und Nase ist, so oben. Kurz vor der Stirn. So, dann durchforsten wir das Gebiet mal weiter. Bisher haben wir noch keine neuen Tiere, ne? Ein Zitronenfalter. Okay. Sonst noch was? Scheint so, als ob ich nur 3 Fossilien am Tag finde. Auch manchmal ein bisschen doof. Die Blumen hier blühen wieder auf. Da kommen dann bald wieder die ganzen Schmetterlinge zurück. Gut, dass ich eine Brücke habe. Ich mache eine Brücke. Ich müsste mal bald andere Brücken hinbauen. Jetzt habe ich jetzt 2 Minuten stehen. Und hier ist meine Schildkröte. Seht euch mal meine hyperrealistische Schildkröte an. Die muss ich euch mal zeigen. Die habe ich mir nämlich gestern Abend noch gefangen. So. Das ist meine hyperrealistische Schildkröte, ey. Da denkt man nur so, ja, das ist ein Spiel. Das Spiel ist recht cartoony. Und dann hat man hier so eine hyperrealistische Schildkröte in dem Game. Finde ich auch krass. Muss ich echt mal sagen. So. Oh. Noch Stuff von Geldbau. Genau die richtige Stelle. Ich habe 1000 Sternisack ausgegraben. Und der kommt auch gleich wieder rein. Vergraben. Das ist nämlich genau die richtige Stelle für ein Sterngeldbeutel.
Das ist alles Zeug von der himmlischen Sparkasse des Weihnachtsmanns. Wer auch immer diese Geldsäcke einpflanzt. Vor allem dann noch diese Geldsteine, ja. Das Beste im gesamten Game. So, muss ich auch bald mal wieder Zäune herstellen. Ich dachte, ich hätte ein Rezept für Zäune, aber das habe ich irgendwie nicht gefunden, als ich das hier gebaut habe. Bauen wollte. Fand ich seltsam und komisch. Ja, vor allem seltsam und komisch. Na gut. Bislang gucken wir mal. Stimmt's ja. Letzte Nacht habe ich eine Sternschnuppe gesehen. Und ich konnte mir gerade sowas wünschen. Nachts kommen manchmal Sternschnuppen bei solchen klaren Tagen wie diesen hier runter. Und wenn man die dann sieht, sollte man am besten kein Werkzeug in der Hand haben. Einfach nur stehen bleiben und A drücken. Dann wünscht man sich nicht was. Die Sternschnuppe strahlt dann sozusagen auf. Und was dann geschieht, könnt ihr euch sicher denken. Am nächsten Tag findet man hier an solchen Stränden. Ups, meine Tasche ist voll. Am nächsten Tag findet man an den Stränden hundertprozentig dann Sternteile. Sternfragmente. So ein Ding halt. Ein Sternsplitter. Wenn man die sammelt, kann man sich dann Sternzeug herstellen. Es gibt manchmal Tage, da sagen die Bewohner so, ja, heute ist ein ganz schöner Tag für Sternschnuppenschauer. Bei solchen Tagen kommt wirklich alle paar Sekunden eine Sternschnuppe runter und dann kann man sich unendlich mal fast was wünschen. Man sollte die Zeit wirklich nutzen. Wirklich nutzen. Man sollte es wirklich nutzen. Oh shit. Jetzt habe ich es falsch gemacht. Jetzt mache ich alles falsch. Es tut mir leid. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Na super, ich habe es verkackt. Naja, war sowieso kein Geld-Dingsbums. In dem Fall ist es dem mal egal gewesen. Aber wäre es jetzt ein Geld-Dingsbums gewesen, hätte ich mich geärgert. Ja, wie schon gesagt, da kann man sich sehr oft was wünschen und das sollte man auch nutzen irgendwann mal. Das sagt ja irgendein Bewohner am Morgen sagt es dir dann dem Bewohner Bescheid, beziehungsweise wenn du sie hast, habe ich gehört, sagt das dir dann auch Melinda Bescheid. Beziehungsweise Isabel, wie sie im Englischen heißt. Sie sagt dann sozusagen, oh, heute Nacht gibt es Sternschauer. Und ab da sollte man sich sicher sein, dass man sich dann am den Abend wirklich die Items alle ausleert, bis auf die Werkzeuge, die man sowieso nicht ausleeren kann, und sich dann mit Sternen vollpackt. Sobald man das geschafft hat, habe ich ein bisschen ungünstig gemacht, oder? Naja, vielleicht auch nicht. Ich meine, guck mal. Nein! Ich habe so testweise gemacht. Naja, meine Schaufel ist tot. Aber irgendwie finde ich auch keine Fossilien mehr. Also ich war noch nicht auf der rechten Seite, aber... Aber sonst finde ich ja gerade keine Fossilien mehr. Wir sollten vielleicht uns mehr mit dem Bau von irgendwelchen anderen Sachen beschäftigen, beziehungsweise sollten wir auch Tom Nook fragen, was wir machen können. Hier finde ich jedenfalls auch nichts. Außer, ich guck mal hier oben nach. Wenn da noch was ist, dann mache ich mir auf jeden Fall schnell noch mal so ein Ding. Kann eigentlich die Leiter kaputt gehen? Ich sag mal eine Blume ein. Aus Spaß. Was ist das?
eine Fundsache. Wer die wohl verloren hat, vielleicht sollte ich mich mal umhören. Oh, ich habe eine Fundsache gefunden. Das ist ja mal krass. Was kann ich denn da wegschmeißen? Kleiner Schrank. Na toll. Dann mache ich die Stachelschnecke weg. So, danke schön. So, ich habe eine Fundsache gefunden. Es ist auch interessant. Aber so wie es aussieht, scheint es hier oben keine Fossilien zu geben. Ich guck mal eine Ebene weiter unten nach, ob da noch ein Fossil ist. Warte, da war was. Nee, das habe ich nicht. Habe ich mich getäuscht. Auch nicht. Nix. Nada. Nette. Aber hier könnte was sein. Auf jeden Fall könnte hier was sein. Ich mag einfach diese Insel. Ich finde das einfach toll. Also wir und berührte Natur werde ich aber auch bald alles töten hier. Und sobald dieser Teil bebaubar ist. Oh Gott, was ist denn das? Achso, das ist eine Gottesanbeterin, die droht mir. Davon habe ich ja mehr als hier noch. So, da oben scheint es erstmal keine Fossilien zu geben. Dann gehen wir wieder runter und sind dann jetzt auf der anderen Seite der Insel. Wo leider auch nichts mehr ist. Aber wir können ja auch trotzdem immer noch nachgucken hier an den Seiten und so. Wenn hier nichts ist, dann haben wir eben Pech gehabt, dann hat man eben nur 2 Fossilien pro Tag. Finde ich ein bisschen lame. Ach, wir müssen einfach nachgucken. Wirklich, richtig nachgucken. Da gehe ich erstmal wieder, jo. Da sind wir dann wieder hier. Dann gehen wir hier hoch, gehen wir dann hier so drumherum. Und schon haben wir alles umgangen. Dann gehen wir hier in der Mitte runter. Und gehen hier runter. Und sind dann hier am See. Unsere Orangenplantage wächst auch gut. Finde ich. Inzwischen werden die wieder eine feste Zivilisation. Ich werde auf jeden Fall hier noch was hinbauen. Oh, was habe ich gemacht? Das wusste ich nicht mal. Ja, wie man sagt. Ich gucke mal, ob Tom noch was von mir will. Unser Freund Tommy. Ansonsten würde ich den Part wieder dann beenden. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah, der will was von mir. Oh, hallo, die TV. Dein Zuhause ist jetzt viel geräumiger, oder? Etwas mehr Platz ist nie verkehrt. Dann gäbe es noch eins. Nämlich die Kosten für den Umbau. Das macht 198.000 Sternis. Ah ja, bitte führe Rückzahlung wie zuvor an den Bankautomaten des NUC-Portals durch. Es ist immer ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen, ja? Gut. Willst du sonst noch was von mir? Was darf sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz... Oh, was soll ich tun? Ja, ja, die ewige Frage. Ich wüsste nicht, was dir noch raten kann, die TV. Du hast so viel erreicht. Bestimmt weißt du jetzt selbst, wie du dein Leben hier unterhaltsam gestaltest. Eigenheimberatung. Solange du einen Kredit offen hast, kann ich dir leider keine Erweiterungsaufträge annehmen. Denk daran, im NUC-Portal kannst du jederzeit Raten einzahlen. Wenn ein Kredit abbezahlt ist, können wir gerne reden. Okay. Habe ich wirklich jetzt das Grundlegende gelernt? Wie soll ich da neue Häuser bauen? 7 Tage in Folge? Ich glaube, ich weiß wie. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus. Erstmal ein paar Meilen einlösen. Ach shit. Ja, ja, ja. Ja. Also haben wir dann einfach mal so in 2 Tagen ein neues Haus. Na gut, dann würde ich aber sagen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.
In dem Fall abonniert meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich auf jeden Fall hundertprozentig wieder bei einem neuen Part von Animal Crossing New Horizons. Bis zum nächsten Mal und bis bald!